Und an der Hamburger Straße eine tolle Kulisse, ausverkauftes Haus, hohe Spielkultur und Fair Play, auch wenn es diese Bilder nicht zeigen, im Publikum. Wer gestern Abend nicht live mit dabei gewesen ist in N3, dem können wir jetzt noch ein paar Eindrücke präsentieren. Und dem wollen wir auch verraten, was denn der Trainer von Hannover 96 heute Nacht alles gemacht hat. Boris Bouchalski und Hendrik Deichmann werden nichts verheimlichen. Diese Bettdecken der Familie Fanz hatten heute Nacht nur kurz Kontakt zum Trainer von Hannover 96. Ganze 4 Stunden Schlaf gönnte sich der Meister. Bis 6 Uhr morgens hatte er seinen Stammplatz hinterm Zapfhahn beim Nobel-Italiener in Hannover sicher. Im Mittelpunkt des Geschehens die Helden der Nacht. Torwart Jörg Sievers und Torschütze Gerald Asamoah. Fassungslosigkeit währenddessen in Braunschweig. 3 Stunden vor Spielbeginn, Grüße an die 96-Fans kurz vor Braunschweig. Rund 5000 machten sich auf den Weg zum Erzrivalen. Noch 2 Stunden, die Vorbereitungen der Eintracht-Fans liefen langsam an. Zur gleichen Zeit Staatstheater Braunschweig. Autor und Regisseur Hartmut El Kurdi auf dem Weg zu seiner Lieblingsbühne, dem Eintrachtstadion. Die Bedeutung des Fußballs für die Stadt steht im Mittelpunkt seines aktuellen Stücks. Braunschweig, Braunschweig, alles wird toll. Geht am Weg zwar keins, doch wir sind die Nummer 1. Geht am Weg zwar keins, doch wir sind die Nummer 1. Nur noch wenige Minuten bis zur Aufführung, bis die Akteure die Bühne betreten, die für die Stadt der Blau-Gelben so viel bedeutet. Ich denke, dass gerade für eine Stadt wie Braunschweig, die, muss man ja zugeben, nicht viel Besonderes hat. So eine Fußballmannschaft, die ja eine ganz große Geschichte hat, also deutscher Meister war, Bundesligamannschaft, enorm identitätsstiftend war. Deswegen habe ich eigentlich den Fußball, die Eintracht, als so ein Bild für so ein Selbstbewusstsein einer Stadt gewählt. Besonders groß ist das Selbstbewusstsein immer dann, wenn es gegen die Roten aus Hannover geht. Auch gestern war die Rivalität nicht zu übersehen. 500 Polizisten waren im Dauereinsatz. Die Taktik der Grünen ging auf. Nur wenige Festnahmen, alles normal, wenn auch für den Einzelnen manchmal hart. Ich habe mir noch nie was zu Schulden kommen lassen. Ich bin nur ein stinknormaler Fan. Wenn die von hinten drängeln, was soll ich denn machen? Ich kann mich doch nur irgendwo festhalten, damit ich nicht hinfalle. Ja, wir müssen das eben erstmal klären. So lange muss er erstmal hinten rein. Was ist denn der Vorwurf? Ja, muss ich erstmal klären. Er wurde uns nur vorbeigebracht und müssen halt mal sehen, was das vorliegt. Wegen genau. Hausfriedensbruch werde ich angezeigt. Für diesen 96-Fan war das Spiel des Jahres schon vor dem Anpfiff zu Ende. Braunschweiger Häme für einen, der sein Unglück kaum fassen konnte. 96, ihr fehlt. Auf Einzelschicksale konnten sie jetzt keine Rücksicht mehr nehmen. Im Drehbuch war die Rolle der Bösen zumindest für einen klar vergeben. In meinem Stück kommt ja der große Satz vor, lieber doof als Hannoveraner. Trotzdem hoffe ich, dass es glimpflich abgeht. Wenn Hannover gewinnt, ist natürlich alles aus. Wahrscheinlich werde ich mich umbringen. Nee, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch erst später. Der erste Akt mitreißend, spannungsgeladen, ein dramaturgischer Hochgenuss, auch für die erste Garde der Fußballregisseure. Ich muss sagen, erstmal Kompliment. Ist eine große
Spiel ein echter Leckerbissen, auch für den Leiter der Berliner Konkurrenzbühne, Hermann Gerland, Trainer vom Aufstiegsrivalen TB. Im zweiten Akt dann der dramaturgische Höhepunkt. In der Hauptrolle Gerald Asamoah. Ein Auftritt, an den Hannoveraner und Braunschweiger noch sehr lange denken werden. Der Vorhang für die Eintracht schien gefallen. Statt Boomtown Braunschweig in der zweiten Liga drohte nun eine weitere Spielzeit gehobenes Provinztheater. Es wird traurig werden, beschämend, aber wir hoffen ja noch. Wir hoffen, dass es noch gut geht. 22.10 Uhr, es ging nicht gut für die Eintracht. Das Happy End erlebten nur die 96er. Lustspiel oder Tragödie, für die Hauptakteure begann jetzt der dritte Akt. Da sind so viele Emotionen, da fühlt man sich nicht als Profi, da fühlt man sich als Mensch. Ich habe so viele Gefühle, die eben in mir hochgehen, ich muss mich wirklich zusammenreißen, fällt mir schwer. Es tut mir leid für die Braunschweiger, aber wir müssen ja gewinnen und wir wollen ja auch steigen und die wollten ja auch haben, weil wir haben das Glück gehabt. Ne? Für Hartmut El-Kurdi war es das Ende einer eindrucksvollen, aber auch traurigen Inszenierung. Das sind ja Tragödien, die eine besondere Qualität ja eben dadurch kriegen, dass es nicht gut ausgeht. Und wenn man eben gesehen hat, wie die Fans trotzdem ihre Eintracht, die ja eine wunderbare Saison gespielt hat, gefeiert haben, ich muss sagen, ich hätte fast geweint. Und wir steigen wieder auf, Halleluja! Ich glaube auch, dass es in der nächsten Saison die gleichen Schauspieler wieder auf der Bühne stehen werden, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass Hannover gegen TB gewinnt. So was hat man lange nicht gesehen, so schön.